Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Crusader Kings 2. In diesem Spiel passieren gerade seltsame Dinge. Sachsen hat gerade ganz viele Provinzen eingebüßt und ich weiß nicht warum. Das finde ich höchst ärgerlich. Ja, hier ist ein törichter Krieger entstanden, aber das ist mir auch egal. Ich bilde halt irgendwelche Kinder aus, die ich persönlich jetzt nicht kenne und zu denen ich keinen wirklichen Bezug habe. Aber dann sei es so. Ja, wir haben einen Plündertrupp ausgelöscht. Das finde ich ganz gut und lösen die Armee wieder auf. So. Dann kehrt mein Aufgebot nach Haus zurück. Apropos Aufgebot. Können wir denn im Gefolge? Wir haben Platz. Wir haben jede Menge Platz. Dann könnten wir ja spontan da nochmal was tun, dass wir da nochmal das Gefolge ein wenig ausbauen. Das wäre ganz schön. Finanziell machen wir gerade Minus. Das liegt aber daran, dass die gerade das Aufgebot wieder aufstocken. Und das ist relativ teuer. Hoher Häuptling Wernicke von Mecklenburg teilte mir mit. Das Hoher Häuptling Lüdem von Geldern, falsche Religion. Das geht's nicht. Den drohen wir dem Kollegen. Ja, er möchte bitte loyal sein. Ja, und wir haben schon wieder Lappland, Westerbotten, Mecklenburg, Rostov. Naja. Hier wollen schon wieder ganz viele Menschen die Unabhängigkeit. Das finde ich nicht gut. Da sind wir nur dabei, irgendwelche Kriege zu, also irgendwelche Vasallen zu befrieden. Was ich sehr anstrengend finde. Ja, ich würde dann mal so ein Ab ins Verlies. Wir könnten das Feudalsystem einführen. Ja, der Papst findet mich okay. Das müssen wir einfach auch jetzt so lassen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Probleme, die wir hatten, lösen, was die Finanzierungsgeschichten angeht. Und du gehst jetzt mal raus und gehst mal irgendwo anders hin plündern. Ja, dort im Frankenreich kannst du dich gütlich tun. Nimm es hin. So. Aber das hier ist mir tatsächlich echt ein Rätsel. Ich Meister Gütland beanspruchen, die Jura-Anspruch auf Nerke, auf Skelland, das sind alles so. Oh, ich lasse mich nicht erpressen. Die wollen schon wieder die Unabhängigkeit. Tja, das heißt für mich, ich kriege hier keine Ruhe rein. Wir treffen uns in Brandenburg und dann wird mal wieder ausgelöscht. Boah, Alter, ey. Ja, dieses Reich hier ist echt der absolute Oberkraubelbutz. So, wir können nicht teilnehmen. Los, 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 los. Gemeinsam siegen. Gemeinsam siegen will ich hören. Jawohl. Naja, und damit ist einfach unser Reich so ein Stück weit in sich zusammengefallen. Das finde ich sehr, 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 sehr ärgerlich. Also ihr seht schon so richtig, wir breiten uns aus und vergrößern ist schon so ein bisschen vorbei. Jetzt ist es einfach nur noch der pure Machterhalt hier. Ja, ja, holt mal eure Verbündeten. Aber so geht das nicht. Solange ich hier die beste Armee von allen habe, sieht das ja noch ganz cool aus. So, jetzt werden hier mal ein paar Aufständische niedergeknüppelt. Ja, das war schon mal ein ganz schön wichtiger Sieg. Na dann. Bringen wir es direkt mal zu Ende. Hier erstmal diese ganze Armee in den Klump hauen. Sehr gut sieht das aus. Ja, okay. Was ist denn hier drüben? Hier oben ist noch eine relativ große Truppe.
Wobei, das ist hier altgermanischer Aufstand. Das hat mit meinen Leuten gar nichts zu tun. Das ist irgendwas anderes. Okay, dann besetzen wir hier erstmal. Ja, und dann waren wir wieder pleite. Hat ja lange genug gehalten hier mit dem Geld. Super toll. Oh, wie schön ist Panama. Ja, toll, Lappland und so ein Kram. Hier drüben ist auch... Ich wollte mich ja eigentlich mal ein bisschen ausbreiten, aber jetzt büße ich ja eher ein hier. Das ist nicht schön, weil eigentlich wäre so, das hier kann ja wohl nicht sein, dass die das hier einfach... Die Plündertruppe werde ich mir direkt mal vornehmen hier. Die kann ich jetzt auch nicht so gewähren lassen, sobald der Besatzer durch ist hier. Ja, und überall tauchen irgendwelche Typen auf. Das ist nicht schön. Also das hier unten, das braucht kein Mensch. Wer bist du denn eigentlich? Ist Marland. Preisdekadenz. Die herrschende Dynastie von Arvadid Sultanat wurde von den eifrigen und hart arbeitenden Stammesangehörigen gestürzt. Okay, na dann mögen diese sich gegenseitig den Schädel spalten. Ach ja. Aber das hier, dieses, das geht mir gerade echt auf den Keks. Ich bin doch, also de facto bin ich doch hier euer de jure Lehensherr und so. Das kann doch nicht sein, dass sie einfach dem Reich austreten. Das kotzt mich am meisten an hier von der ganzen Geschichte. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das jetzt irgendwie auf die Reihe bringen soll. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendein Fehler in der Matrix. Das passiert, wenn sie was ändern, weil es ist schon höchst eigenartig. Jetzt muss ich den ganzen Heckmeck wieder zurückerobern. Das finde ich nicht so schön. So. Ja, du Pfeifenkopf sitzt auch schon im Knast. So, wir löschen mal wieder eine kleine Truppe aus. Krieg um den Anspruch auf Dänemark. Das kannst du auch vergessen. So, Marschall. Wir brauchen einen Marschall. Ja, lass uns gemeinsam siegen. Jawohl. Meine komischen Vasallen wollen alle nicht am Krieg teilnehmen. Das finde ich nicht gut. So, wer von euch hat denn jetzt nichts vor? Truppen ausbilden. Ja, Truppen ausbilden finde ich gut. So. Ja, jetzt werden hier wieder einige Leute dem rechten Glauben zugeführt. Mann, ich fühle mich echt wie der Feuerwehrmann persönlich hier. So, wo ist er denn jetzt hier, der Typ, der den Anspruch auf Dänemark hat? Ah, hier drüben ist er. Da ist er, die komische Gestalt. Naja gut, wir werden erstmal noch ein bisschen was besetzen hier. Und dann werden wir uns mal damit auseinandersetzen, was dieser Abenteurer von mir will. Ja, und pleite sind wir auch. Ein neuer Berater muss her. Na dann. Auf jeden Fall alles höchst seltsam hier.
So, dann haben wir Mecklenburg. Jetzt machen wir noch hier da oben noch eine kleine Besetzung durchführen und dann wird es gut sein. Nur bring deine Truppen an Land, damit ich jemanden verprügeln kann. Los, geht das. Trab an, du Klappstuhl. Da kann ja wohl nicht sein. Oh, da oben. Wer ist das denn? Elendische Krieger. Aha. Ah, da unten ist er doch schon. Na, dich, mein Freund, werde ich jetzt aber mal schön verprügeln. Pass mal auf jetzt, was ich mit dir jetzt anstelle. Waisenfrieden, das kannst du vergessen, mein Freund. Nicht mit dem Commander. So, du sollst ein Geldsparer werden. So. Weißer Friede, ich glaube, mein Schwein trommelt. Okay, jetzt haben sie da oben in Siegerung und schon kriege ich den Frack voll oder was? Nein, dann müssen wir uns gleich mal schnappen. Ja, in Galat wird schon wieder geplündert, aber jetzt schnappen wir uns erstmal hier den Invasionsherr. Den Kollegen müssen wir uns jetzt als allererstes vornehmen. Das kann ja wohl nicht angehen, dass der mir hier so auf den Keks geht. Am liebsten wäre mir, ich könnte alle wieder abgeben. Hier diese ganzen komischen Typen, ey, und hier mal in Ruhe meins machen, ey. Eigentlich sollte man wirklich mal so ein paar Typen in die Freiheit entlassen, dann hat man so ein paar Nervvasallen weniger. Leg gerade tatsächlich, ob man den hier oben, ob man die mal einfach rausschmeißt. Und dann sagt hier, das hier, den Kram braucht doch niemand, oder? Novgorod würde ich gerne, naja, wobei selbst Novgorod brauche ich das nicht wirklich, ehrlich gesagt. So, ah, hier, guck mal, Frieden. Zack. So. Ablehnen, wer bist denn du? Germanisch, akzeptieren. Wunderbar, jetzt gibt es wieder ein paar Technologiepunkte. Jetzt fahren wir mal nach Oberschlesien und werden das dann noch befreien. Und jetzt wäre die Frage, so, wer bist denn du? Was hast denn du alles unter dir? Katholisch, kannst du vergessen. So. Der hat Westfold, Telemark. Ah, der hat den ganzen Schlutz hier. Also wenn wir den in die Unabhängigkeit entlassen, und was ist denn mit dir? Das wäre hier oben, dieser ganze... Oh, der hat den ganzen Kraubelwutz hier oben. Den könnte man tatsächlich mal in die Unabhängigkeit entlassen. Dass man den rausschmeißt. Weil den Scheiß hier oben, den brauche ich ja eigentlich nicht. Das macht halt nur sinnlos Ärger. So, und wer bist du? Ja, das Ding ist ja eigentlich ganz cool. Das würde ich schon ganz... Nee, ich gebe nichts. Nein. Ich gebe nichts frei. Mein Kriegslager gebaut. Und jetzt löschen wir mal deine komische Armee noch aus hier. Hör mal auf, was ich mit dir mache. Auslöschung ist noch geschmeichelt. Ich werde dich so wegputzen... So, na dann. Haben wir den auch eingeknastet. Wir halten fest, es ist ganz schön voll. In meinem Gefängnis.
Es ist ganz schön voll im Knast. Oh, Moment. Ach, wir sind pleite. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Und dann wird hier aber ganz schnell alles wieder beansprucht. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Weil das will ich nicht so durchgehen lassen. Hier, das ganze Land hier einfach so weggehen zu lassen, sehe ich nicht ein. Das müssen wir jetzt gleich mal klären. Wir brauchen ein bisschen Geld. Komm raus mit ein bisschen Geld und dann... Warte mal, wenn ich hier... Warum kann ich denen jetzt nicht den Krieg erklären? Ach so, weil ich bankrott bin. Weil ich bankrott bin. Ich mach mal noch ein bisschen schneller hier. Ab ins Verlies. Ja, diese ganzen Plünderer-Typen sind halt echt ein bisschen schwierig. Ich krieg die Knete nicht zusammen. Ja, wir machen Minus jeden Monat. Ja, wir lassen mal die... Oh, Kreuzritterkönige. Das Herzland des abendländischen Christentums wird von Ungläubigen belagert. Jetzt entstehen die Ritterorden, die Jakobsritter, die Ritter des Johanniters, der Deutsche Orden. Ritter von Calatrava. Oh je, oh je. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Geschichte. Ich habe ein bisschen Angst, dass das direkt in einem Kreuzzug mir gegenüber auftaucht. Ja, der Papst mag uns. Das war schon mal gut. Das war schon mal sehr wichtig. Der Papst kann uns gut leiden. So, du wirst eine Sparsamkeitstante. So. Im unteren Don sind Leute aufgetaucht. Okay, Sieg von Anhalt. Und wir sind schon wieder pleite. So, du müsstest mal hier eine kriegerische Ausbildung genießen. Bitteschön. Ich glaube, mein Schwein tiriliert. Das wäre natürlich, mir wäre es lieber, ich könnte dem Reich den Erben vorstellen. Unbedingt. Das machen wir. Lehrt sie aggressiv im Kampf zu sein? Niemals nachgeben, finde ich gut. Niemals nachgeben. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Jawohl. Hartwig erlangt ein Bildung und 50 Pietät. Der hohe Häuptling von stellt ihm die Sagen vor. Wir brauchen einen neuen Marschall. Egil, hoher Häuptling von Brandenburg oder von wo auch immer. Du darfst Truppen ausbilden. Zack. Ach ja, komm, gib mir mal ein bisschen Geld. Es wäre dran, finde ich. Ah, dann sind schon wieder die Plünderer da. Das ist echt furchtbar. Oh, mein Sohnemann hat alle Verwandten von Sigbert beleidigt. Jawohl, das läuft. Guter Mann. Ach, Mensch, 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 Mensch. Jetzt streiten sich die Kinder auch noch und sind jetzt Erzrivalen. Ab ins Verlies.
Das ist sicherlich hilfreich. Ich gewähre euch meine Gunst. Ihr erlangt. Oh, Hartwig. Wird eine Militärausbildung zuteil. Das ist schön. Es ist allen Besuchen bei seinen mehr als offensichtlich, dass Hartwig der Gemahlin von Hohäuptling verfallen ist. Das ist zwar harmlos, doch folgt Hartwig ihr ein Hund. Oh, wir haben keine Zeit für solchen Unfug. Ui, ui, ui. So, bestens. Mein Kind wird ein würdevoller Nachfolger. Katholisch. Kannst du vergessen. So, kann ich euch auflösen? So, kann ich nicht. So, na gut. Ja, es ist alles ein wenig zäher, als mir die Sache lieb ist. Aber was will ich machen? Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.